Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wir sind hier vor der Quest, die uns das Kistchen gibt. Und zwar, die Aufrüstungskiste. Und wir machen jetzt die Quest, damit wir endlich mal ein bisschen schlachten können. Wir haben relativ viel Loot im Hinter. Ja, schauen wir mal, hä? Schön, dass wir Level 30 erreicht haben gestern im Livestream. War wirklich interessant. Und sind sogar Level 31. Schön, schön. Dann verkaufen wir mal den Schrott. Okay, prima. Jetzt müssen wir noch kurz zum Händler. Da haben wir nämlich noch unser restliches Zeugs vom Schützen. Also hier nach oben. Und nämlich... ja, hier der Kampfhammer links. Nehmen wir. Kleiner Achrot. Schwer gehörnte Helm. Den wollte ich eigentlich kaputt machen. Verkaufen. Ah ja, das ist... genau. Das brauche ich nicht. So. Ja, lagern. Ja, nehmen wir es trotzdem raus. Nein, das nicht. Nur den. Und verkaufen ihn, hä? Das ist ja nur ein Anfängerhelm. So. Prima. Also den Kampfhammer. Den können wir dann gebrauchen. Achrot ich mal aufbewahren. Die Magnetstücke können wir jetzt mal reinlegen, hä? Legen wir die noch rein, aber ins Charakterlager. Und zwar da. So, wenn wir 500 haben, machen wir mal ein Schwert. Ich hoffe, man kann ein Zweihandschwert machen oder ein Zweihandhammer. Wäre besser. Also, wo müssen wir hin? Ah, verbraucht. Ja, wir müssen gar nichts hin. Wir müssen es einfach verbrauchen. Und schon haben wir die Items, die wir unbedingt gebrauchen können. Hä? Ja, wieso nur Speer? Und diese zwei? Komisch. Aber ist besser. Sehr langsam, sehr langsam. Dann benutzen wir am besten... ja, kritische Treffer ist jetzt nicht so... ja, wir müssen den benutzen. Oder... ja, der ist stärker, also... benutzen wir den. Ach, schön. Wie schön. Ah ja, jetzt wollte ich schauen, was der hat. Ragnars Brustpanzer, Gesundheit plus 49. Widerstand gegen physische Schaden plus 1%. Widerstand gegen stumpfe Schaden plus 1%. Stärke plus 1. Ausweichgeschwindigkeit plus 1%. Verfassung plus 4. Ja, und jetzt kommt Widerstand Feuerschaden plus 1%. Und Widerstand gegen Durchbohrschaden plus 1%. Was haben wir denn da eigentlich sonst? Ich wusste gar nicht, dass das so eisige, also dass es auch eine Version mit Eisen gibt von Brustpanzer. Ja, ist schwächer, hä? 120, klar. Gut. Also, was wollen wir mit dem zweihändigen Jahrespeier machen? Noch einmal aufbauen, hä? So. Sonst? Auch mit Clotho sprechen. Da draußen. Ah, müssen umskillen, genau. Und... ja. Ach.
irritieren meine Stimme. Das ist ein Abzeichen. Auch ein Quest-Item. Können wir noch den Hammer reintun. So. Der Rest wieder verkaufen. So. Tschüss. Hier haben wir... Ja, da können wir eigentlich auch das verkaufen, hä? Ist jetzt wirklich nichts wert, vielleicht das. Ja, es ist halt... Nein, es ist nichts. Weg mit dem Zeug. Ich spare mir wirklich nur die Sachen auf, die wirklich jeder haben will, wenn er levelt. Und zwar nämlich die grün abgrünen. Gäbe eventuell bei super stark, ja. Aber die Nachfrage ist sowas von gering. Da tue ich nichts. Also, ja. Wenn die Leute kommen würden, ja. Wenn sie etwas bräuchten, können sie es von mir haben. Oh. Ich muss noch. Was habe ich noch hier drin im General? Wenn die Leute kommen und sagen, ja, ich möchte gern irgendwas, zum Beispiel von einem Hexer, dann würde ich Sachen suchen, wenn ich es kann, wenn ich auf dem Level habe einen Charakter. Aber aufsparen, ne. Ja gut, dann müssen wir zurücksetzen und trainieren, und zwar Speer, hä? Biegbar. Was ist denn biegbar? Metzelschaden. Cool. Das hilft uns. Also, Gewandtheit. Vielseitigkeit. Moment kurz. Ah, geht gerade nicht. Ich wollte noch was schauen. Gegenschlag. Das ist besser, hä? Kostet doppelt so viel, aber ist besser. Gehirn durchbohren. So etwas würde richtig nervig sein. Wir könnten vielleicht einen Speercharakter bauen dann. So als Assassine. Oh ja, Schwindel auch. Oh, das wird genial. Stärke. So. Dann mal hier, hä? Und den Berserker nehmen. Gewältigte Stärke. Klar. Prima. Können wir noch Ekstase oder so nehmen, aber... Ja, Ekstase ist das Wichtigere. So. Und zwar müssen wir hier ja noch Blutdurst nehmen. Zwei können nur. Wir müssen hier was nehmen. Zone der Erde. Wirbelwind. Nutzen recht viele, glaube ich, oder? Das ist das mit, man bewegt sich nicht drin, aber man hat ringsum so eine Kraftwelle. Okay, das können wir gebrauchen. So einschüchtern, das wäre nicht schlecht, dann im PvP. Vor allem gegen Bogenschützen, die dann immer abhauen. Chance ist auf kritische Treffer. Ja, machen wir nur treten, hä? So. Prima. Da haben wir nichts. Nur hier. Durchbohrschaden. Gegenschlag unten. Treten unten. Blutdurst oben. Ekstase oben.
Berserker oben. Prima. Ja. Schön, schön. Ach, der Speer ist so geil. Ich mag so Speer. Ich mag sie. Weil mit Speer können wir die Gegner auch viel besser treffen. Wir haben mehr Geschicklichkeit. Und eventuell... Ja, auf jeden Fall habe ich ja jetzt geskillt. Vielseitigkeit, hä? Und beim Schwert haben wir nur Geschicklichkeit. Also das Schwert wird am besten treffen, oder? Naja, je nachdem. Ich glaube, ein Speer trifft schon besser. Aber schon genial, also. Ich freue mich jetzt gerade wie ein Wiesel. Schade, dass es nicht mehr gibt. Auf Level 50 wäre es nicht schlecht, auch so etwas zu bekommen. Also, morgen ist natürlich wieder wenig los, aber schon Ignis und Syrtis haben natürlich wieder wegen der Verzweiflung langsam wieder die Zeit am Morgen hingemacht. Borgir. Den kenne ich, glaube ich, auch vom Namen her. Aber man hat so viele Namen zu merken, dann kann man nicht immer sehr sicher sein. So. Ja, ich will nicht Englisch, dankeschön. Gehen wir wieder rein, hä? Ist nichts mehr hier draußen. Also dann gehen wir dorthin, wo es die Gegner hat. Für unser Level und leveln ein bisschen. Ja, prima, hm? Schön, dass wir jetzt so stark sind. Wie sieht der Helm aus? Lol. Ey, das sieht geil aus. Den lasse ich mir. Ja. Man sieht ihn nur von hinten. Von vorne sieht er richtig schön aus. Aber von hinten sehen wir Haare aus. Wir sind doch der rote Krieger. Wir müssen ohne Helm herumlaufen. Später im PvP muss ich ihn wahrscheinlich ein bisschen verstecken, damit ich nicht zu viel auffalle. Aber die Gegner sollten den roten Bart fürchten. So richtig. Oh nein, der Mann mit den roten Haaren. Und der rote dicke Bart. Nein. Hauen wir ab. Ja, dann haben wir gar nichts mehr schön, wenn alle abhauen. Ja, wir lassen ihn an, den Helm. Aber solange machen wir uns einen Namen. Mit den roten Haaren und dem roten Bart. Ja, wie schön. Gut. Hier haben wir weiße Gegner. Ja, geht noch einige Zeit bis unten am Strand. Können trotzdem mal schauen, sind immer noch rosa. Ja. Alle. Alle. Natürlich alle. Auf jeden Fall habe ich jetzt viel mehr Motivation als beim Jäger, beim Schützen. Sag ich schon Jäger. Ich finde es lustig, die Jäger fragen sich immer, ob sie genug Schaden machen und so Sachen. Wieso müssen die so viel Schaden machen? Ich denke, von NGD Studios ist es ganz anders gewollt, dass man nicht Player killt, während die am Leveln sind. Sonst sind die Jäger ja nicht so hilfreich als mit den Debuffs. Sind eigentlich immer nur da, damit man ein bisschen die Beschwörungen nach vorne schicken können und so. Das ist völlig unnütz, was die machen. Ich bin zwar mit Low Level Layer so ein bisschen, dass ich die auch mal ein bisschen angreife, aber ich würde sie später nie mehr angreifen, weil ich genau weiß, ja, die können ja nichts.
Tja, wir haben hier überall keine Munzen. Wir müssen also nach hinten. Wir müssen noch ein bisschen weiterreisen. Na gut. Ich werde jetzt zwischen dem Livestream und jetzt noch Level. Ich habe sowieso jetzt gerade noch keinen Bock, etwas anderes aufzunehmen. Ja. Und etwas anderes spielen will ich auch nicht. Ich lade jetzt die Videos hoch, die ich schon hochgeladen, also aufgenommen habe. Und die anderen warten. Gut. Jo, aber der andere ist immer noch nicht umgewesen. Das war richtig lustig im Livestream. Ich denke, die haben jetzt gar keine Motivation, weil es halt so schwer ist, eine Gilde zu gründen. Und... ja. Es hat schon ein bisschen demotiviert. Für normale Leute, die ja nicht so eisern sind. Aber ich sehe immer wieder Leute, die richtig halb am Aussterben sind. Und ich kenne ein paar Leute, die in der Regnung richtig viel Spaß haben, aber trotzdem, es ist halt eben unterzahlig gesehen. Ich bin froh, dass so viele dieses Projekt schauen und würde es natürlich immer mehr supporten. Aber mir wird es auch eher irgendwann mal ein bisschen langweiliger. Wir werden es sehen, also. Es ist ja ein Projekt, das ich eigentlich immer bringen kann, oder? Deshalb mache ich es immer weiter. Ich weiß ja, ihr habt Spaß daran, auch wenn ihr es nicht zeigt, wenn ihr es jetzt zum Beispiel mehr liken könntet oder so, dann würde ich sie ja willkommen heißen. Aber für viele Leute ist das YouTube meistens ohne Anmeldung und so, und dann kann man nicht liken ohne Anmeldung. Wäre auch mal gut, das einzuführen. Wir machen so gigantisch viel Schaden. Das ist ja so genial. Heftigst. Also ich hab Spaß. Habt ihr Spaß gehabt? Ihr denkt sich so, was hat denn Drago wieder für eine Skillung gemacht? Doppelt so viel Schaden, das ist einfach gigantisch. Aber Berserker ist heute auch richtig fett. Plus 42%. Das ist gigantisch, da ist der Ausweichbonus sowieso nicht so wichtig. Jetzt mal fett angreifen. Hopp. Hey, angreifen. Blödes Geh. Wie langsam. Die Gegner sind schon tot, bis man angreift. Muss ich wieder reintun. So. Was mit dem Mana-Haushalt geht's? Aber je schneller wir sind im Killen, desto mehr Mana brauchen wir. Schön gemacht, Drago. Der konnte überhaupt nicht angreifen. Ach, ist das schön, hä? Jetzt haben wir es wenigstens gesehen. Das sind grüne. Jetzt muss ich schauen. Alles grüne, hä? Ach, so ein Mist. Ich rotte alle aus. Das ist gemeingefährlich.
Alles ausrotten, alles ausrotten. Richtig schön ausrotten. Gehen wir mal zum Steinkreis. Du hättest angreifen können, Blöde. Ja, ich mag Berserker. Ist jetzt zwar nicht so toll wie zum Beispiel Vielseitigkeit. Gewandtheit. Aber es macht natürlich wieder einen Schadenbonus. Wir brauchen einfach zwei Skills, die Schaden. Waffen. Ist doch toll. What the fuck? Schaden machen. Das beim Schützen, ja, das wird toll. Aber dafür brauche ich die Items und die farme ich ja mit dem Baba. Also es geht so gut zu farmen, jetzt muss nur mal ein Drop fallen. Droppen schon immer nicht gut. Muss irgendwo anders hin. Aber wo? Nach Hauptstadt. Vielleicht weiter runter dort zum zur Instanz. Hä? Na gut. Ja, ja. Leibeigener Zahn. Komm vorwärts, noch einmal, ja. Wir bleiben's. Oh, schön mal ausruhen nach diesem, nach dieser Heldentat. Ach, das Spiel ist auch schön. Ein wohlverdienter Schluck. Tja. Okay, dann werde ich mal kurz schneiden. Bis gleich und ich habe eine gefunden. So, ich habe hier eine Quest angenommen und gleich wieder beendet. Muss irgendwie nur etwas in die Kiste tun. Habe ich mal eigentlich nicht überspringen lassen wollen. Aber trotzdem doch übersprungen, weil es ja so langweilig ist, eine Kiste zu öffnen und jetzt reintun. Heftigst. Also, jetzt müssen wir nach oben. Ich habe jetzt hier überall bei den Geistern gesucht, bei beiden Orten, Wasser- und Luftgeist. Und ja, beim Luftgeist ist immerhin... Oder ist das der Erdgeist?
Auf jeden Fall ist immerhin einer blau, aber... Oder einer gelb, glaube ich. Und einer blau. Auf jeden Fall ist das zu wenig zum Leveln. Ach, weil die Gegner so stark sind. Die Goblin, Golems. Und beim anderen, beim Wasserschrein, ist das eben... Ah ja, der Luftschrein ist ja ein Birker, genau. Also, der Wasserschrein, der hat alles noch rote Gene. Ab rot. Das ist schwach. Hm, wohin müssen wir? Da vorne hin. Okay. Wieder ins Buch des allwissenden Regnumspielers reinschauen. So, nochmal reden. Prima. Und dann wieder nach oben. Okay, dann können wir gleich den Part verenden. Auf jeden Fall schaue ich eben zum Dungeon hinten, ob es dort Gegner hat. Ich glaube aber ja auch nicht. Werde irgendwo leveln, also. Ihr seht es ja dann im Livestream. Also schaut mal vorbei im Livestream. Da ist eben abends immer. Schaut unten in den Stundenplan, also wann ich war's, Let's Play, also Livestreame. Und wenn ihr seht, ja, ich Regnung, dann könnt ihr mal einschalten, hä? Oder wenn ihr auch etwas anderes gerne sehen möchtet, schreibt's nur. Könnt richtig rebellieren, ob ihr jetzt lieber Regnung Livestream sehen wollt, dann mache ich das. Und dann auch auf euer Befehl, was genau. Auf jeden Fall, boah, eine zweihändige Dunkelaxt. So winzig. Gut, so haben wir jetzt hier. Ausgetrocknete Höhe. Gehen wir dorthin. Hä? Ja, auf jeden Fall noch ein bisschen leveln, damit wir gute Farmingplätze haben. Ja. Und Kommentare schreiben dürft ihr sehr gerne auch. Ich beantworte ja jeder Kommentar auch außer Werbung. Bei Werbung muss ich eben sagen, ich mag überhaupt keine Werbung bei mir. Und ich musste ja schon ein paar bisschen die Werbung bei den Videos anmachen, aber ich hoffe, ihr seid nicht böse. Auf jeden Fall muss ich, ja, wird das Regnum extremst gut kommen, indem ich eben Werbung mache und ihr es auch schaut. Ihr müsst die Werbung nämlich auch schauen und nicht irgendwie durch Adblock oder so abblocken. Dann haben wir hier einen guten Farmingplatz. Gelbe Gegner sind relativ gut für mich zum Leveln. Ja, also machen wir das kurz hier. So. Ja, dann haben wir nur noch zurückgehen. Hä? Ja, das überspringe ich jetzt mal, gell? Also bis heute Abend oder bis morgen. Gleiche Zeit, gleicher Sender. Tschüss.